Willkommen zurück, Freunde, bei Pokémon Blattgrün. Das letzte Mal haben wir die komplette Route fertig gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Und reden erstmal mit denen hier, würde ich sagen. Vielleicht wollen die auch noch kämpfen. Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Die Arenaleiterin Misty hat hohe Erwartungen an diesen Ort. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Cup von der Sugar City bist, sollst du jemanden dabei haben. Ah, ich hab doch meine Pokémon. Forever alone. Okay, Bill ist nicht da, wie es ausschaut, nur sein Pipi. Aber wir können ja ein bisschen zocken, würde ich sagen. Was? Teleport? Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Wow, okay. Bill baut einen Teleporter. Hallo? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurde meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Ich gehe in den Teleporter und du startest vom PC aus das Zellteilungsprogramm. Ich habe doch nicht ja gesagt. Okay, ciao. Oh, okay. Ich dachte, es geht gar nicht. Ich wollte nur mal ausprobieren. Okay, ja, sorry. Ich dachte, der sagt dann irgendwas. Ey, bleib da. Gut, ja, okay. Schaut komisch aus, kann man da was machen? Verschiedenfarbige Lichter blinken. Hier noch was. Blaupause mit vielen Diagrammen und Text. Okay, gut, dann starten wir den Teleporter, würde ich sagen. Simon hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Alles ist ruhig. Die Welt hält den Atem an. Was wird nun geschehen? Und? Wird er wieder aussehen wie ein Mensch? Wird er ein Krüppel? Und er ist wieder normal. Jawohl. Damit haben wir hier wieder Bill. Klasse. Danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Doch. Die würde ich auch gerne sehen. Kann ich dir nur danken. Ja, auf das hier. Dann bekommen wir ein Bootsticket. Das können wir später noch gut gebrauchen. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Klar, gerne. Aber diese Pokémon-Sammlung würde ich mir trotzdem gerne anschauen. Sag doch mal her. Hubli hat doch auch dadurch ein paar Einträge bekommen. Kann ich mir die hier anschauen? Toll. Warum sagen wir nein? Eine einmalige Chance verpasst. Naja. Gut, dann eben nicht. Okay, jetzt haben wir hier ist eine Abkürzung quasi wieder zurück nach Azuria City. Genau so hieß es. Vorbei an allen Tränen, die wir geschafft haben. Ah, tolles Gefühl. Euch alle haben wir geschafft. So. Ein Augenblick mal, sorry. So. Hab schon wieder was vergessen. Okay, jetzt hat. Gut. Jetzt sind wir hier wieder in der Stadt und wir konnten jetzt auch hier durch. Die Leute hier wurden. Sagt nichts anderes, aber wir kommen auf jeden Fall trotzdem hier durch. Wir wollen aber zuerst natürlich mal die Arena machen. Haben wir noch gar nicht erledigt. So, erstmal unsere Pokémon heilen. Ja, bla bla. Gut, die magische Heilmaschine. So. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Defensor das schön packt. Welchen Level haben wir? 18. Wir können auf jeden Fall schon mal die Trainer in der Arena besiegen. Hätte ich vielleicht vorher mal ausprobieren sollen, ob wir Misty schon packen. Platsch, ich bin ein erster Gegner. Es geht los. Gut, der ist sein Leben lang hier in dem Schwimmbecken und wartet auf uns. Gut, Zeper. Okay, kein Problem. Wir haben jetzt ein Pflanz-Pokémon. Da nehmen wir gleich mal Kugelzart. Okay, Zeper ist leider schneller. Das macht uns gar nichts. So. Keine Chance. Okay, ich hoffe mal, wir treffen dreimal, dann. Jawohl. Geht's auch gleich fertig. Ist es auch gleich fertig? Wir können ja vor Misty werden wir auf jeden Fall nach Level 19, aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Okay, das ist mal so. Okay, wir könnten vielleicht mit viel Glück sogar Level 20 erreichen, ne? Mushas, dann nehmen wir auch einmal Kugelsart. So. Ja, das könnte mit 2 könnte sogar glatt gehen.
Nee. Und, fast. So, jetzt gehst du aber down. Guck, ich folge mal eine kleine Muschel in eine fette Zunge. Jawohl, Level 19. So. Stachelspore paralysieren. Nicht. Da Schlafbude ist um einiges nützlicher, finde ich. So. Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, doch, ist es. Gut, wir könnten jetzt das hier Misty auch gleich von der Seite anquatschen. Weil ansonsten, wenn man hier hingeht, denkt man sich, ah, ich will kämpfen. Und dann auf einmal kommt die daher. Wie, du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Ja, das werden wir gleich sehen. Und auf einmal ist hier eine Picknickerin, Gwendolin. Erst eine Picknickerin, was macht eine Pickerin hier im Hallenbad? Warum ist die Gwendolin? Gut, Kugelsart. Zum Glück hat... Oh, das macht Schaden. Obwohl es eine Picknickerin ist, hat sie zum Glück ein Goldini dabei. Okay, aber wir machen nicht viel Schaden. Mit einem vierten könnten wir es noch down kriegen. Jawohl. Perfekt. Ah ja, da haben wir mal Glück gehabt. So. 451 HP. Fast Level 20. Sie ist überwältigt. Und drückt uns ihr Geld in die Hand. Was ich jetzt schon zum tausendsten Mal in diesem LP sag. Vielleicht werden wir können mit dir mal reden. Hey, warte. Du Champion in Spe. Ich habe einen Tipp für dich. Misty die Arena und kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst dir das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürfen sich auch als nützlich erweisen. Ja, zum Glück haben wir ein Pflanzen-Pokémon. Und hier steht, ja, Leitung Misty, bisheriger Sieger Ubli. Der einzige Menschen, wo anscheinend, die einzigen Leute, Menschen, die anscheinend jemals Arena-Kämpfe machen, sind Ubli und, ja, wir. Weil ansonsten stehen ja eigentlich nur wir zweimal drauf. Ach. Du hast den B gedrückt. Oder wenn man B drückt, läuft auch der Hex schneller. Auf jeden Fall ist es in manchen so. Auf jeden Fall in Zelda, deswegen drücke ich meistens immer B und dann tue ich aus dem Sinn eindrücken. Gut, bevor. Dann gehen wir erstmal durchs Haus, denn ich glaube, da können wir gegen Team Rocket kämpfen. Ach ja, da komme ich später noch hin, also wundert euch nicht, warum da irgendwelche Leute stehen, zu denen wir noch nicht gegangen sind. So, hier wurde ausgeraubt und das schaut auch aus wie Sau. Boah, die haben sogar ein Loch in die Wand gesprengt. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben einen Schaufler gestohlen, eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Oh, wofür die sowas... Ja, okay, die wollen wahrscheinlich damit einbrechen irgendwo, aber trotzdem. Haben wir gleich das ganze Haus dazu verwüsten. Vor allem schaut das hier von hinten aus wie eine Tür. Aber naja. Hey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Versand. In schwarz, mit einem fetten R auf meinem Anzug gedruckt. Was? Glaubst du mir nicht? Dann gebe ich dir aufs Maul. So. Und damit bin ich von einem weiteren Rübel herausgefordert. Ja, unser Macholo. Dein Macholo hat keine Chance gegen unser Zyklofenster. Gut, Kugelsart. So, leider nicht sehr effektiv, aber macht auf jeden Fall. Ja, okay. Macht genug Schaden. So, ja. Ich würde sagen, sollen wir uns erstmal aufpumpen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Damit machen wir schon mehr Schaden. Okay. Er pumpt sich auch auf. Nur, dass er mehr Volltreffer macht. So, fast. Okay, ja, den restlichen können wir mit einer Kugelstart fertig machen. Und down geht er. So, Level 20. Das ist eine Fenster fast schon auf dem gleichen Niveau wie unsere anderen Pokémon. Das ging echt schnell. Oh, dann ein Traumato. Die sind auch cool. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Psycho-Pokémon. Ja, okay, das hat einen komischen Rüssel. Ja, Kugelsart. Aufgepumpt reicht, haben wir jetzt schon einmal. So, ist ja nicht effektiv, aber richtig Schaden macht es auch nicht. Okay, noch ein viertes Mal. Jawohl. Vielleicht sogar 5? Ja. Okay, ich glaube, es geht doch noch 4-mal. Gut, dann nehmen wir nochmal einen Rankenhieb. Bild zum Vergleich. Ja.
Also mit Glück macht Kugelsaat schon sogar mehr Schaden als Rankenhieb. Aber so oder so, in beiden Fällen ist Traumato im Arsch. So, ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Oh, jetzt haben wir ihn ausgeraubt. Erstens bekommen wir jetzt die TM, die wir natürlich nicht zurückgeben werden. Ich gehe immer besser. Tschüss. Und wir haben noch 540 Pokédollar bekommen. Hey du, wir haben die TM. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufel zu graben. Ja klar. Wir hätten es zwar, aber wir sagen einfach, okay, was weg ist, ist weg. Und sagen nicht, dass wir es irgendwie wieder hätten oder so. Nee, wir behalten es einfach. Gut, ach, hab ich wieder auf B gedrückt. Jetzt sind wir ja auf Level 20 genau. Und jetzt könnten wir, hätten wir auf jeden Fall gute Chancen, Misty zu schaffen. Wir haben ja eigentlich mit Nidoking und Glutexo keine wirkliche Chance gegen die gegnerische Pokémon. Ich wollte es eigentlich noch mit Nidorino machen, aber da hätten wir dann Fuchtler nicht gelernt. Jetzt hat es nämlich auch einen Bodentyp und ist empfindlich gegen ihre Wasserattacken. Okay. Wir haben genug Tränke. Dann machen wir es mal. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik einarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Was für mich eigentlich keine richtige Strategie ist, einfach nur Haut drauf Attacken zu benutzen. Na okay, eines ein bisschen schon, aber wenn man dann keinen One-Hit-Kill hat, ist scheiße. So, hier hat Sterndu und Starmie. Die haben beide Aquawelle oder so, Wasserwelle. Macht verdammt viel Schaden, deswegen werde ich es lieber mal einschläfern. Ja, und hier hat natürlich, was es auch noch nerviger macht. Arsch. Okay, gerade jetzt haben wir Pech. Oh nein, ist jetzt nochmal härter an. Ja, könnte länger dauern als erwartet. Aber wir können es einschläfern, sehr gut. So, solange wir keine drauf bekommen, ist alles gut. Und dann können wir uns erstmal aufpumpen. Oder Wachstum halt einsetzen. So. Schön, unseren Spezialangriff steigern. Gleich nochmal. Und Sterndu wacht natürlich gleich wieder auf und setzt Aquawelle ein, oh Gott. Da, obwohl es nicht sehr effektiv ist, macht trotzdem noch genug Schaden und wir sind verwirrt. Genau das wollte ich verhindern. Mist. Komm schon. Ja, es will wachsen und haut sich selber eine drauf. Oh nein, ich wollte eigentlich Schlafpuder einsetzen wollen. Oh Gott. Entschuldigung, da war gerade ein Fehler im Emulator. So, Clefancer ist verwirrt. Ja, aber wir können trotzdem Wachstum einsetzen. Okay, ja, ich setze erstmal Schlafpuder ein. Ich hoffe mal, dass es einschläft. Dann sollten wir nämlich unbedingt einen Trank benutzen. Ach fuck, wir sind ja verwirrt. Gut, es hat geklappt. Okay. Das wird noch ein Kampf. Ich hatte inzwischen schon dreimal Härtner eingesetzt. Trank. Ganz schnell. So. Okay. Gut, es schläft tief und fest. So wollen wir das. Denn jetzt können wir schön eine draufhauen mit Kugelsaat. Natürlich wacht es gleich wieder auf und kann angreifen. Bleibt doch mal 2-3 Runden eingeschlafen. Wir sind immer noch verwirrt. Oh oh. Ach komm schon, ey. Das kann es doch nicht sein. Wir haben hier noch nicht ein einziges Mal Schaden gemacht. Ich hätte vielleicht meine Taktik irgendwie überdenken sollen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Sterndu immer sofort eigentlich aufwacht. Nein, 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 jetzt nicht wieder Trank. Okay, komm schon, schlaf ein. Wir sind wahrscheinlich immer noch zum 1000-mal verwirrt. Oh, zum Glück nicht mehr. Okay, ich glaube, wir können das nicht mehr packen. Ich muss jetzt wohl einen Zubertrank benutzen. So, gut, volle KP. Komm schon. Bleib normal. Ja, aber nicht verwirrt.
Okay, okay, dann halt kein Schlafpuder. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Setz ich ihn zum 1000-mal Härtner ein. Machen wahrscheinlich gar keinen Schaden mehr. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Wir machen ordentlich Schaden. Starmie, das könnte jetzt gefährlich werden. Gut, aber wir haben ja noch ein paar Tränke. Level 21, okay, doch nicht Level 22. Ja, nehmen wir nochmal einen Rankenhieb. Aquabälle. Ja, macht gut Schaden, aber... Ah, okay, wir sind verwirrt. Komm schon, Torfenster. Komm schon, jetzt machen Volltreffer. Nein! Okay, das... Wir haben alles andere als Glück gerade. Schnell. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Ich muss den Supertrick leider verbraten. Gut. Turbodreher, ah, sehr gut. Das ist, macht nicht ganz so viel Schaden wie Aquavelle. Okay, ich glaube bei Kugelsaat ist es jedes Mal verwirrt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme auf jeden Fall Rankenhieb. Okay. Obwohl es nicht sehr effektiv, ist, macht es ordentlich Schaden. Jawohl. Wir müssen nur treffen. Okay. Aquavelle. Komm schon, das überlebst du. Oh, gerade so. Jawohl, Knopfenser. Wow, haben wir viel Items verbraten in dem Kampf. Heiler, nein. Aber wir haben es gepackt. Knopfenser hat es gepackt. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich lasse dir den Quellorden als Zeichen eines Triumphes. Und wir kommen 2100. Und wir haben allein schon über 2000 Dollar für Tränke verbraten für den Kampf. Aber wir haben es gepackt. Der Fenster entwickelt sich. Geil. So. Was wird es wohl werden? Ja, okay. Ihr wisst es ja wahrscheinlich eh alle. Der Fenster entwickelt sich zu... Blub. Oh yeah. Okay, es schaut kacke aus. Knopfenster. Wurde zu Ultrigaria. Perfekt. So, lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Außenseiter sind die, die man getauscht hat. Und jetzt können wir jetzt der Schneider, ja, VM, können wir jetzt das lernen. Und sie schenkt noch ihre Lieblings-TM. Die, wer hat's erraten? Aquavelle ist, genau. Ziemlich geile Attacke, die werden wir vielleicht auch mal einem unserer Wasser-Pokémon beibringen. Wenn wir, aber bis dahin wird es noch dauern, bis wir ein Wasser-Pokémon haben. Deswegen war das jetzt erstmal ein cooler Kampf. Wir haben zwar einiges an Items verbraten, aber wir haben es gut geschafft. Deswegen gehen wir jetzt triumphierend ins Pokémon Center. So. Und das jetzt, ja, ist der Part schon wieder viel zu lang. Und deswegen würde ich sagen, nachdem wir jetzt in diesem Part den Arena-Leiter umgehaut haben, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!